Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Food Flash. Wir sind mitten in der City, in der Nähe von der Mönckebergstraße, und wir sind jetzt gerade an der oder auf der Steinstraße, sagt man das so? Steinstraße. Auf der Steinstraße, und hinter uns gibt es wieder eine Neueröffnung, und zwar Ai Banh Mi. Die bieten also vietnamesisches Baguette an. Und da gehen wir mal rein, checken dort die Lage aus, was sie dort für Speisen anbieten und sagen euch dann, was der Laden so kann. Also Leute, vergesst nicht zu abonnieren, zu kommentieren und zu liken. Viel Spaß! So Leute, wir sitzen jetzt direkt vorm Ai Banh Mi Laden und haben hier auch schon eine laminierte Speisekarte vorliegen. Und ich habe mich schon mal erkundigt, was ich denn hier am besten bestellen sollte, damit wir so einen guten Eindruck von dem Laden bekommen. Und zwar auf jeden Fall, wie der Name schon sagt, sollten wir Banh Mis bestellen, ne? Und zwar einmal die Nummer 11 und einmal die Nummer 12. Die Nummer 11 ist mit süß-würzigem Schweinefleisch, vietnamesische Wurst, hausgemachte Leberpastete und dazu Chili, ne? Und die werden immer mit Gurke, Koriander und eingelegtem Gemüse serviert, ne? Und so einer hausgemachten Soße und so ein richtig schönes, knuspriges Baguette. Und das andere Banh Mi, da ist mariniertes, gegrilltes Schweinefleisch, also ein Nackensteak drauf, was auch sehr außergewöhnlich ist, weil ich kenne das in der Regel entweder nur mit Leberwurst oder mit gebratenem Zitronengras-Rindfleisch. Ne? Von daher bin ich mal sehr gespannt. Preislich sind wir da bei 8,50 Euro, bei dem gegrillten Nackensteak 9,50 Euro. Und dann, was auch noch außergewöhnlich ist, ist halt die Nummer 7. Das ist so eine Art Tapas. Und zwar Bo La Lot heißt das. Ne? Und zwar sind das Beetleblätter gewickeltes Fleisch. Ne? Gegrilltes Fleisch. Ne? Und diese Beetleblätter, die sind so grünlich und die haben so ein ganz besonderes Aroma. Ne? Ja, und dann würde ich mal sagen, was sie uns auch noch empfohlen hat, ist dieses vietnamesische Gulasch. Das sollten wir auf jeden Fall auch mal probieren, oder Klaus? Ja. Ne? Ja, dann haben wir, glaube ich, erstmal einen guten Überblick. Und ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal in die Küche und schauen bei der Zubereitung zu. Die ganze Zeit sitze ich hier und warte aufs Essen. Du bist dann verhungert? Ja. Eins war scharfe Chili-Soße. So, euer Essen ist fertig. Juppie. Wir haben zwei Sprudelwasser. Ja, super, danke schön. Bitte schön. Das Bo La Lot. Ja, diese mit den Betelblättern umwickelt. Ja. Genau, die von Zitronengras. Das ist einmal mit dem gegrillten Nackensteak über Kohle gegrillt. Genau. Einmal unser vietnamesischer Bo, das ist das Gulasch, ne? Ja. Mit dem Baguette zum Dippen dazu. Genau. Und das ist das originale. Das Original Banh Mi. Banh Mi Tapgab. Das ist super. Das Gemischte. Sieht toll aus. Super. Genau, lasst euch schmecken. Ja. Danke, ne? Wir fangen erstmal mit dem vietnamesischen Gulasch an, weil der sonst kalt wäre. Der sieht ja schon lecker aus. Jetzt wollen wir mal reingreifen, ne? Hier, guckt euch das an. Jetzt einen Moment. Also der Gulasch schmeckt nicht so wie unser Gulasch, wie wir ihn kennen. So ein leichter, süßlicher Nachgeschmack. Also er schmeckt super. Aber was da genau für Gewürze drin sind, das kann ich nicht feststellen. Wirklich. Vietnamesisches Betriebsgeheimnis. Ja, ja. Ja, das kann. Aber wirklich, die Soße ist wahnsinnig. Auch eine helle Soße, nicht wie bei uns eine dunkle Soße. Ne? Ja. Aber geschmacklich gesehen super. Wirklich, ja. Super. Ja, wirklich. Muss ich wirklich Fleischkonsistenz sagen. Ist so ein bisschen. Die Fleischkonsistenz in meinen Augen ein bisschen sehr. Oh Gott, das habe ich genießt. Also, das Fleisch ist noch ein bisschen fest im Biss,
Aber man kann es gut essen, wirklich. Aber André, probier es selber mal. Ah, mit Kartoffeln, Karotten. Ich versuche einfach mal von jedem bisschen. Also ich habe hier Karotte, Kartoffeln und Fleisch. Du merkst auf jeden Fall, Sternanis ist da drin. Ja, wie du schon gesagt hast, es ist auch leicht süßlich, ne? So salzig süß, ne? Ich weiß, was du meinst. Das Fleisch ist nicht zerkocht, es ist zart, aber es hat trotzdem noch so ein bisschen Widerstand, weißt du? Aber wunderbar. Ein toller, Geschmack, toller Geschmack. Und ich finde, es schmeckt leichter als dieses deutsche Gulasch oder das ungarische Gulasch, ne? Ess ich alles auf. Nein, ist deins. Also geschmacklich ist das Gulasch einsame Spitze. Das hat irgendwie so einen leichten Fitnesscharakter, weil es so leicht ist und so bekömmlich, ne? Und jetzt werden wir, probieren wir auch gleich mal hier so ein Beetle aus, so ein Beetleblatt, guck mal hier, auch schön dekoriert, ne? Mit ein bisschen Kresse, ne? Aber mich interessiert jetzt nicht die Kresse, sondern mich interessiert hier dieses Beetleblatt. Schaut euch das mal an. Wunderschön, ne? Mega. Vom Taste her, es schmeckt eigentlich, als ob du auch so eine Chipsorte essen würdest. Jetzt nicht von der Konsistenz, aber nur vom Geschmack her, vom Abgang her. Das ist ganz abgefahren. Oh, hast du's? Auch ein bisschen süßer, ne? Ja. Aber geschmacklich, einsame Spitze. Ja. Das schmeckt richtig, also richtig gut. Das ist ein Traum. Wirklich. Mhm. Ne? Hat so eine leichte Chewy-Konsistenz, so ein bisschen Chewy, ne? Aber ansonsten mega, mega geil, oder? Ja, mega geil. Also empfehlenswert. Das ist auf jeden Fall auch eine mega Wucht. Und da ist auch noch so eine Art Hussein-Soße ist noch drüber gegossen worden. Ja. Mega geil. Und jetzt kommen wir zum Hauptakteur. Das Original Banh Mi. Mit einem fantastischen Baguette. Und guck mal, hier, was für ein Oschi. Mit Gurken, Chili, Koriander, Schweinefleisch, mit Mayonnaise und Leberwurst. Ne? Und dann noch eingelegten Gemüse. Also wahnsinnig gut. Und ich beiße jetzt einfach mal rein, ich kann nicht mehr. Hast schon wie so ein Mini-Döner, ne? Oder? Ja. Also geschmacklich ist es auch mega erfrischend. Es ist nicht so fleischig, sondern da ist auch Fleisch drin. Aber das ist eine gute, eine gesunde Mischung aus Gemüse, Soße, Fleisch und das Brot ist fantastisch. Das ist halt nicht wie das übliche deutsche Baguette oder französische Baguette. Das ist irgendwie so was Spezielles. Außen, schaut euch mal hier die Kruste an, schau mal. Ganz leicht blättrig hier, wie ihr sehen könnt, ne? Also außen knusprig, aber feinblättrig, richtig schön. Und innen ist es ein bisschen fluffiger. Und es hat folgenden Grund. Die haben das mit Reismehl verarbeitet. Das heißt, das ist eine Mischung aus Weizenmehl und Reismehl. Und durch dieses Reismehl sorgt das für eine ganz andere Konsistenz. Es wird fluffiger und nicht so fest wie beim herkömmlichen Baguette. Also absolut lecker. Du hast da echt so viele Geschmacksvielfalt in diesem Sandwich. Du hast was Süßes, du hast was Salziges, du hast was Cremiges. Von der Konsistenz hast du einmal was Knackiges durch das eingelegte Gemüse, was Fleischiges und halt was Knuspriges durch das Baguette. Also mega, mega geil. Ich bin mal gespannt, was du zu deinem Banh Mi sagen wirst. Deins ist ja mit gegrilltem Nackensteak, Schweinefleisch, ne? Also probier's mal aus. Die Zusammenstellung passt wunderbar zusammen. Ja.
Ja, vor allem bei dem Original Banh Mi, das ist ja nie mit gegrilltem Schweinefleisch, ne? Also es ist wirklich einmalig. Ja? Klaus, du willst jetzt wissen, was das ist, ne? Ja. Das ist vietnamesischer Eiskaffee und zwar mit einer extra Zutat Kokosmilch, ne? Und ich kenne normalerweise den üblichen warmen vietnamesischen Kaffee, der auch mit Kondensmilch gemacht wird. Und der ist halt mit Kondensmilch und Kokosmilch. Mal schauen, wie der schmeckt. Sehr icy. Ist eigentlich wie so ein Eiskaffee mit ultra viel Kälte. Also extrem eisig. Also kann man auf jeden Fall auch machen. Aber ich würde eher jetzt so die Hauptspeisen und Tapas auf jeden Fall bestellen. Aber ist trotzdem eine ganz gute Sache. Oder ich würde den original vietnamesischen Kaffee bestellen. Aber kann man auf jeden Fall machen. So Leute, wir haben soweit unsere Sachen aufgegessen und haben auch zusätzlich noch einen extra Banh Mi bestellt. Für zu Hause, weil es einfach so lecker geschmeckt hat. Ja. Und wir hoffen auf jeden Fall, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, gebt uns einen Daumen nach oben, schreibt fleißig in die Kommentare und vergesst nicht kostenlos unseren Kanal. Zu abonnieren! Zu abonnieren, wie auch immer. Auf jeden Fall checkt iBanh Mi aus. Das ist ein absolut neuer Laden, erst 2 Wochen alt, familiengeführtes Restaurant und richtig, richtig mega lecker. Also Leute, bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt Food Flash. Peace! Peace! Yeah, ciao!